So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Und zwar, es ist 8.11. Berechnen Sie mit dem Verfahren von Gauss-Jordan die Inverse zur Matrize A ist gleich eine 3x3-Matrize. Diese 3x3-Matrize kann man mit dem Verfahren von Gauss-Jordan ganz gut lösen zu einer Inversen. Und der erste Schritt nochmal hier beim Verfahren von Gauss-Jordan. Wir schreiben A und E nebeneinander. Und zwar in einer Tabelle. Und ja, dann hätten wir hier die Matrize A und rechts wäre dann die Elementarmatrize E. Ja, die sieht so aus, ist jetzt nichts Verwunderliches. Und im zweiten Schritt A mittels Zeilenumformung in E umformen. Die gleichen Umformungen werden analog auf E angewendet. Und im dritten Schritt hätten wir dann, wenn A zu E geworden ist, auf der rechten Seite E zu A hoch minus 1. Also auf der rechten Seite hätten wir dann zum Schluss die Inverse Matrix. So, und wir machen jetzt Zeilen, Spalten, Umformung und sonstiges. Und welche Umformung ich da anwende, will ich ja jetzt vorrechnen. Der erste Schritt bei mir ist die dritte Zeile mal 4 und dann die zweite Zeile minus die dritte Zeile. Das heißt, die erste Zeile bleibt wie sie ist, 1, 0, minus 1. Und da verändert sich jetzt die zweite Zeile. Ich bekomme hier eine 0, eine 0, eine 1. So, analog muss ich das natürlich auch gleich auf der rechten Seite machen, alles. So, das bleibt auch noch wie es ist. So. Wir haben jetzt weiterhin hier 1, 0, 0, da haben wir nichts verändert. Haben aber jetzt die dritte Zeile mal 4 genommen und ziehen jetzt diese von der zweiten ab. Also 0, 1, minus 4. Aber die dritte Zeile bleibt unverändert. So, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, ich nehme die erste Zeile mal 2 und addiere sie auf die dritte Zeile drauf. So, was gibt das? Es gibt weiterhin, die erste Zeile bleibt 1, 0, minus 1. Die zweite Zeile sieht auch recht schön aus, 0, 0, 1. Und ja, das heißt, wir hätten jetzt hier unten nicht mehr minus 2, 1, 0, sondern 0, 1, minus 2. Nochmal, dass es für jeden verständlich ist. Wir haben die erste Zeile mal 2 genommen, also erst umgeformt und dann auf die dritte Zeile aufaddiert. So, und auf der rechten Seite, ja, erste und zweite Zeile bleibt so, wie es ist. 1, 0, 0, 0, 1, minus 4. Die dritte Zeile sieht dann wie folgt aus. 2, 0, 1. Dürfte auch jedem verständlich sein, denn wenn ich jetzt die erste Zeile hier mal 2 nehme, zusammen mit der addiere und ja, habe ich sie hier letztendlich hingeschrieben. Das gleiche hier drüben. Alles, was ich links mache, muss ich auch rechts machen. So, jetzt schiebe ich das kurz hoch. Ja. Und mein nächster Schritt wäre jetzt, dass ich einfach mal die unteren beiden Zeilen vertausche, das darf ich ja machen. Dann kommen wir nämlich der Elementarmatrize ein wenig näher. Manche dürften sich schon gewundert haben, warum da eine 0 steht. Ja, ich kann es ja jetzt einfach vertauschen, ist ja überhaupt kein Problem. Dann steht da 0, 1, minus 2 in der zweiten Zeile statt in der dritten. Und in der dritten Zeile steht das, was vorher in der ersten, in der zweiten stand. Entschuldige die kleinen Versprecher. Und tja, das auf der rechten Seite hätten wir hier 1, 0, 0. 2, 0, 1 und 0, 1, minus 4. So. Da hätten wir auch den Schritt gepackt. Schiebe ich das wieder hoch. Was habe ich jetzt? Der nächste Schritt wäre, dass ich einfach die dritte Zeile auf die erste Zeile drauf addiere. Dann hätten wir nämlich 1, 0, 0. In der ersten Zeile
In der zweiten verändert sich nichts. 0, 1, minus 2. Und in der dritten verändert sich natürlich auch nichts. 0, 0, 1. Gut, auf der rechten Seite gleiche Sache. Da hätten wir jetzt 1, 1, minus 4. Ja, man beachte, die Zeile plus die Zeile ist jetzt gleich die Zeile. So, nach 1, 1, minus 4 folgt alles so, wie es jetzt war bisher. 2, 0, 1 und jetzt 0, 1, minus 4. So, ich schiebe das Ganze wieder hoch. Kommen wir zum vorletzten Schritt. Und zwar möchte ich jetzt die dritte Zeile mal 2 nehmen und auf die zweite Zeile aufaddieren. Was heißt der vorletzte Schritt? Ja. Wir werden gleich sehen, dass es eigentlich der letzte Schritt ist. Denn der allerletzte Schritt wäre dann nur noch das Ergebnis auch begutachten. Und natürlich alles richtig hinschreiben. Wir haben nämlich schon die Elementarmatrize jetzt auf der linken Seite. Das heißt, auf der rechten Seite müsste dann, wie auch erwünscht, unsere inverse Matrize sein. So, das heißt, wenn ich jetzt die dritte Zeile mal 2 genommen habe und auf die zweite Zeile drauf addiere, verändert sich ja nichts an der ersten Zeile. Aber natürlich und auch nur da in der zweiten Zeile, 2, 2 minus 4, 2, 2 minus 7, sorry. Und 0, 1 und minus 4. Ja, dann hätten wir auch unser Ergebnis. Das wäre unser Ergebnis. Diese Matrize unten rechts. Ja.